Hallöchen und willkommen zurück hier zu ARK. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben uns gedacht, unsere Hütte ist zu klein. Denn Anja hat jetzt inzwischen schon ein Bett gebaut. Sieht sehr gut aus. Passt wunderbar hier rein. Allerdings passt hier sonst nichts mehr rein. Das zweite Bett auf jeden Fall nicht. Deswegen haben wir gedacht, wir gehen jetzt mal ein bisschen Material sammeln hier in der Schlucht quasi zum Strand. Da waren da ein paar Bäume, die wir fällen können. Das ist, glaube ich, relativ ungefährlich hier nachts. Und ja, ich würde sagen, wo wir hier rumstehen, sinnlos. Können wir hier ein bisschen was sammeln. Fackeln haben wir mit. Einer muss die Fackel halten, der andere kloppt einen Baum um. Denn man kann ja leider Gottes eine Axt nicht zusammen mit einer Fackel tragen. Das ist wirklich schade. Man hat doch zwei Hände. Ganz weg. Ich bin einfach nur in die falsche Richtung abgebogen. Entschuldigung. So. War es dunkel. Ja, plötzlich dunkel. Was ist denn auf dem Baum? Ein Geräusch. Das war dann so ein kleiner Baum. Klänger, als wenn hier, weiß nicht, so ein Mammutbaum umfällt. Den Urwald abgeholzt. Du kannst ja nebenher so ein bisschen das Zeug sammeln, das Befreiberzeug. Ja, 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 stimmt. Das funktioniert ja ohne Probleme. Mit einem Arm. Ja, Mensch, brauchen wir ja nur noch mal weitere 40 Leder für Dingens, für das nächste Bett. Aber in der letzten Folge haben wir ja gesehen, wen wir dafür killen müssen. Die Schweine. Ja, die Schweine. Wir müssen halt nur mal gucken, dass wir die, ich weiß nicht, wie wir die irgendwie verlangsamen können. Vielleicht, verdammt, da müsste man wahrscheinlich so Narkosemittel zusammenbrauen und das irgendwie in die Schleuder packen. In den Stein, keine Ahnung. Ja, ob das bei der Schleuder geht, weiß ich nicht. Also auf alle Fälle kann man mit den... Oder kann man den Speer damit tränken? Gute Frage, ich hatte noch nie Narkosemittel hier gebaut. Von daher weiß ich es nicht, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber es gibt auf alle Fälle später Pfeile, die man bauen kann. Ja, das wäre ja auch ganz cool. So, Betäubungspfeile. Ah, dafür brauche ich erst einen Bogen und den können wir erst mit Level 15 bauen. Ist ja noch ein paar Tage hin. Aber man kann die auf alle Fälle auch betäuben, indem man die mit der Steinschleuder trifft. Denn die Steine verursachen halt irgendwie so, Betäubungsschaden oder wie auch immer das heißt. Aber es ist da egal, wie man die trifft? Ja, es müsste egal sein. Also idealerweise am Kopf, ja, klar. Ja. Aber es ist natürlich, wenn die so im Spieß rumrennen, ist ein bisschen schwierig, den Kopf zu treffen. Ja, eben. Der Baum macht schon wieder komische Verrenkungen hier. Sehr schön. Was ist mit dem Baum los? Sehr dehnbarer Baum. Ja, das ist auf alle Fälle noch ein Bug, der ist bekannt, allerdings noch nicht behoben. Ich weiß nicht... Oh, verdammt, ist mir gerade erstmal mit links kaputt gegangen. Ich kann nicht mal reparieren, verdammt, was brauche ich denn? Was brauchst du, ja? Was brauche ich denn? Ich brauche einen Flint. Ach, verdammte Axt aber auch. Ja, ich habe leider auch keinen Flint mit. Muss ich mal kurz hier einen Flint aus dem Dings kloppen, aus dem Stein. Gute Idee. Oh, verdammt. Da war es plötzlich dunkel. Ja, dann behalt doch mal die Fackel in der Hand, dann hau ich mir mal einen Flint raus. Ja, hier. Ja. Wahrscheinlich kriege ich jetzt nur Stein oder so. Ein Stein, sehr schön. Stunden später ein noch Stein. Ein Stein. Oh. Tja, war Ups. Wohl nur Stein im Stein. Jetzt habe ich gerade mal eben den Stein zerstört. Jetzt gibt mir noch so einen blöden Flint hier. Kann nicht so schwer sein. Dann muss da irgendwie auch. Oh, da ist ein Flint, Wahnsinn. Brauchst du wirklich nur einen? Ja. Das muss da irgendwie auch bessere Möglichkeiten geben, an Flint zu kommen. Kann ja nicht sein, dass man hier. Also, es gibt ja nur diese großen Brocken, die man zerkloppen muss und da kriegt man maximal so 3-4 Ressourcen raus und ja, dann ist ja das Ding weg. Vielleicht wird das besser, wenn man später Eisenwerkzeug hat. Ja, das auf jeden Fall. Das wird auf alle Fälle besser. Ja, und solange muss man leider sich mit dem hier zufrieden geben, was man bekommt. So, ja, so ist das halt alleine auf einer Insel. So oft wie das Zeug hier kaputt geht, haben wir wahrscheinlich hier gar keine Steine mehr, wenn wir Eisen irgendwann mal abbauen können. Und Level up, sehr schön. Kannst du nebenher sammeln. Ja. Ich habe gerade die Gegend beobachtet. Ja, ich merke das schon so. Das nehme ich den jetzt mal auf. Auf alle Fälle, Tragekapazität wäre nicht schlecht. Ein bisschen Nahkampfschaden wäre sich auch nicht schlecht, wobei man später wahrscheinlich nicht mehr mit dem Nahkampf irgendwas macht, großartig. Von daher, was haben wir denn? Was bin ich jetzt eigentlich für ein Level? Wo steht denn das? Ich glaube Level 9. Irgendwas habe ich da gesehen. Ja, du bist Level 9, ich sehe das. Ja, dann brauche ich noch ein Level, bevor ich die nächsten Sachen für dieses hier, für die Hütte bauen kann. Oder lernen kann vielmehr. Unter anderem auch eine Rampe, so dass wir dann halt irgendwie so eine Art, naja, Rampe zur Hütte hoch haben.
und jedes Mal hochhüpfen müssen. Und uns nicht mehr den Kopf stoßen müssen. An dem Flachdach, was du da gebaut hast. Ja, es geht leider nicht anders. Das Schlimme ist ja, ich hau jetzt hier die ganze Zeit die Bäume um und ich brauche im Prinzip schon gleich wieder einen Flint. Weil deine Hacke oder dein Beil ist gleich hin, ne? Ja, schon wieder 25% runter. Ist schon wieder Beilzeit. Und irgendwie haben wir natürlich in der Gegend hier am See nicht so wirklich die Chance, diese komischen Care-Pakete einzusammeln, die ja vom Himmel immer runterfallen, denn hier gibt's nicht so wirklich niedrige vom Level her in der Gegend. Und im Dunkeln hier durch den Dschungel rennen in der Nacht ist, ouch. Keine so gute Idee. Nee, das ist überhaupt gar keine Idee. Wenig Ausbeute hier bei Holz. Irgendwie habe ich nicht so wirklich Glück. Und das war gerade mein Dings, meine Axt mal wieder. Aber hast du... Ja, du hast keinen Flint mehr. Ja, ich habe ja noch einen Stein. Mal gucken, ob ich jetzt gleich einen Flint rauskriege. Wahrscheinlich kriege ich wieder nur Steine. Ja, mal klar, Stein. Ich drück die Daumen. Ein bisschen Flint muss sein. Stein. Ja, das Problem ist natürlich, ich darf da nicht gerade draufhauen, denn sonst ist irgendwann der Stein weg. Ich will ja nicht die ganzen Steine wegkloppen. Sieht dann irgendwie zu kahl aus. Oh, zwei Flinten, sehr schön. Komm, kriegen wir nochmal zwei hoffentlich. Und nochmal zwei Flinten, sehr schön. Ja, siehst du, das ist doch super. Und da vorne ist so ein Care-Paket. Ich hoffe, es ist weiß. Das sieht manchmal so ein bisschen schwierig aus. Wo denn? Na, weiter nach vorne. Das ist aber lila. Ja, okay, es ist lila. Ja, es sah im ersten Moment so weiß aus. Jetzt habe ich es auch gesehen. Leider lila. Ja, ich weiß gar nicht, was für ein Level lila hat. Ich glaube 25 oder so kann er sein. Oder sogar noch höher. Ich weiß das überhaupt nicht. Oder 45. Ich glaube, lila waren die höheren. 45er oder sowas. Und grün war 25 irgendwas mit dem Dreh. Bin mir nicht so ganz sicher. Auf alle Fälle zu hoch für uns. Ja. Das ist auch ganz schön weit weg immer noch. Das ist auf der anderen Seite vom Wasser, glaube ich. So, jetzt stehen wir hier im Dunkeln am Wasser. Ich hoffe, es kommt kein Raptor oder sowas. Also jetzt erlegen wir den, ne? Schon klar. Ja, beim Raptor dürfen wir aber auch überhaupt gar nicht an ihn schlagen, weil der macht einfach zu viel Schaden und ist wahnsinnig schnell. Die sehen so ein bisschen, oder sind ein bisschen größer als die Raptoren, sag ich schon, als die Dinos. Das Licht ist aus. Ja, ich muss mal kurz in mein Inventar gucken, weil... verdammt, ich habe Angst, dass mein Speer kaputt geht und ich habe ja nur den einen. Das ist Zufall, wann der kaputt geht. Ach so, ich dachte, der hat auch eine Lebenszeit. Also auch wenn man die nicht sieht. Weil ich dachte, hat er nicht. Das ist halt im Prinzip, es kann bei jedem Schlag kaputt gehen, das Ding. Und das ist immer so, also Gerüchten zufolge, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, wenn man zum Beispiel Gegner an irgendwelchen Panzerplatten trifft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, den Speer zu zerbrechen, natürlich extrem hoch. Aber wenn man Weichteile trifft, dann eher nicht. Aber wie gesagt, das ist Zufall. Okay. Gut, dann lass uns doch mal jetzt gucken, ob wir irgendwas zum Killen finden. Wir brauchen halt. Ne, wir sind ja hier vorne jetzt am Strand, da können wir ja theoretisch irgendwas finden. Und es wird eh gleich hell, also ich würde schon gerne im Hellen jagen. Sonst kannst du nur angreifen und ich halte die Fackel. Ja, das funktioniert aber nicht, wenn wir so eine Sau töten wollen, weil die müssen wir beide angreifen, sonst kriegt man die nicht schnell genug weg. Kann ich schon mal kurz Ausschau halten, ob hier irgendwas zu sehen ist, irgendeine Sau oder so. Also am See war ja vorhin noch eine Sau neben dem Krokodil. Ich weiß nicht, ob die noch da ist. Die könnte man natürlich dann... Ach so, stimmt. Ja, aber das Krokodil ist bestimmt auch noch da. Ja gut, aber wenn wir die Sau da wegkriegen vom Krokodil, dann können wir das ja töten. Das ist die Frage, ob die sich anlocken lässt, ne? Na, anlocken nicht. Also wenn, dann wird's wegrennen. Aber man kann es ja zumindest... Dann rennt sie ins Krokodil und, ne? Dann haben wir hier unnötig Panik gemacht.
Ja, und? Ja, dann frisst das Krokodil die Sau und wir haben überhaupt nichts davon. Ja, aber das Krokodil muss ja dann erstmal die Sau angreifen und wird dann hinterher rennen und wir können dann natürlich das Krokodil töten. Ist auch eine Taktik, finde ich. Ja. Klingt ein bisschen einleuchtend, allerdings, wenn ich bedenke, wie langsam dieses Krokodil war, da ist nichts mit hinterher rennen. Ja, das stimmt also, allerdings. So, hier gibt's leider nichts Kleines, was wir töten können. Schade. Ich sehe nichts. Das Blöde ist halt wirklich... Ah, da drüben ist eine Sau. Du siehst eine? Oh, und das ist hell genug, glaube ich. Auf der anderen Flussseite ist eine Sau. Ich komme gleich mal. So. Dann geht's rüber. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal hier vorne rüber, in der Hoffnung, dass wir hier nicht zufälligerweise irgendwie von einem Piranha gefressen werden. Ja. Ach, sieht gut aus. Oh, wo ist denn die Sau hin jetzt? Warte mal. Ja gut, da wäre aber auch ein Flugsaurier. Den könnten wir auch probieren. Ja, wir gucken erstmal kurz hier rum, ob da nicht irgendwie noch was ist, was uns gleich angreift. Wir sehen es schnell. Lass uns mal zu dem Flugsaurier. Wir müssen halt beide gleichzeitig zustechen. Ach, er ist schon wieder abgehauen. Ne, der ist noch da, oder? Hier. Ach da, hinterm Baum. Okay, na dann. So. Bist du da? Noch nicht ganz. Jetzt. Los, Ruff. Ah. Au. Ich glaube, du hast mich getroffen. Ich glaube, ich habe gar nichts getroffen hier. Es hat bei mir kurz gescheppert. Vielleicht habe ich auch ihn einfach nur getroffen. Gott, da kommt ein Raptor. Oh. Komm mal her. Ja. Bin bei dir. Nein. Weg hier, rüber. Rüber über das Wasser. Das sind zwei. Zwei Raptoren Gut. sind definitiv einer zu viel. Also wäre es einer gewesen, hätte ich es gerne probiert, aber mit zwei Raptoren. Ja. Aber da drüben ist ja so ein anderer Dino. Den könnten wir ja probieren. Den hatten wir da vorhin schon versucht. Wo denn? Ach, hier hinten, ja, den holen wir uns mal. Der rennt zwar auch schnell weg, aber ich meine, der ist jetzt nicht schneller als die Sau. Nee, das stimmt. So, na dann, auf. Oh, den haben wir gut getroffen. Ja. Na, rennt der durch die Bäume. Wie hätten wir das gemacht? Da habe ich mich auch gefragt, aber es geht weiter. So, und kaputt ist er. Ja, sehr schön. Ich habe mein Schwert zerbrochen, aber er ist tot. Ich nehme mal mein Beil, ist zwar fast hin, aber... Na, ich kann auch. Meinst du es noch? Machen wir zusammen. Geht doch auch. So, das war mein Beil. Sehr schön. Und ich habe nichts zum Reparieren. Das ist richtig schade. Was brauche ich denn da? Ach, mir fehlt Flint und Holz. Und 12 Hides habe ich bekommen. Na, das ist ja schon mal cool. Muss auch schon wieder irgendwie meine Axt reparieren hier. Naja. Ich finde das hier schon alles im Baum. Ja, schade, dass das zwei Raptoren auf der anderen Seite waren. Also, hätte ich gerne mal probiert, weil die gerade mit der Schildkröte beschäftigt waren, aber... Ja. Zwei ist definitiv zu viel. Ja, das. Also man muss ja jetzt auch nichts riskieren, ne? Wir sind gerade so gut unterwegs und haben so schöne Sachen gefunden. Eigentlich keinen Bock, dass man das alles verliert. So, ich brauche noch einen Flint. Den kriege ich doch bestimmt hier aus dem Stein raus. Ja, wahrscheinlich ist der Stein gleich weg. Yeah, zwei Flint. Juhu. Sehr gut. Das reicht aus. Dafür brauche ich auch gleich eine neue Hacke. Aber das macht nichts. Ja, ist das Problem. Kaum hast du da irgendwie auf den Stein drauf umgehauen, ja. Lass das nächste Mal schon reparieren. So, ich hätte gerne noch so ein Viech hier. Dann gehen wir mal suchen. Oh, ich sehe überhaupt nichts hier drüben noch dran. Au, da ist ein Was Raptor. Was ist da los? Raptor. Oh, weg da. Greif ihn mal an. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Oh, ich habe ihn nicht getroffen. Jetzt.
Der bringt mich um! Er ist tot. Er ist tot und ich nicht, aber mein Speer ist auch gerade kaputt gegangen. Ui. Wo kommt der doch immer her? Ganz schön die Suppe gelaufen. Ja, ich habe auch gebrochene Knochen. Ja. Und das war gerade mal einer. Schön. Aber, oh, der war Level 15, na gut. Elfmal halt. Puh, Spaß und Spannung. Ach, ja. Ich brauche erstmal einen neuen Speer. Und, wie soll das anders sein? Flint fehlt. Gottchen. Mann. Wirklich aufregend. Ja, wir müssen halt eigentlich schon genug haben, halt, an, oder? Wie viel hast du jetzt da? Ich habe, Moment, 13. Und du hast? 12. Und wir haben noch zu liegen, glaube ich, 11? Also, nee, wir sollten noch ein bisschen was sammeln. Das Problem ist, so angeschlagen wie wir gerade sind, können wir nicht großartig was jagen. Ja. Ich brauche eh erstmal einen neuen Speer, sonst kann ich gar nichts machen. Ja, siehst du, da also können wir uns das schon mal sparen. Ich würde sagen, lass mal zur Hütte zurück, da haben wir auf alle Fälle genug Material, auch Flint und so ein Kram. Na gut. Ich mache noch schnell den Baum hier kaputt. Und das Leder in Sicherheit bringen. Ja. Wo kam denn der scheiß Raptor her? Er kam auf einmal über einen Stein geschissen, das Ding. Schon dreimal getroffen, bevor ich überhaupt registriert habe, wo er herkommt. So, na gut. Zurück hast du gesagt. Ja. Machen wir. Dann können wir nämlich auch gleich mal gucken, ob die Sau am Fluss noch, am See noch da ist. Und was der Alligator so macht. Ja, wahrscheinlich ist er schon weg und wir haben da jetzt irgendwie einen T-Rex stehen oder sowas. Wir fangen mit den kleinen Sachen an. Und mein Magen knurrt schon langsam. Immer kurz hier ein Stück Fleisch futtern. In roh oder? Nee, ich habe noch gebratenes Fleisch. Das war dann gerade unten für ein Symbol zu sehen, so eine Flasche. Eine Flasche? Stimmt, die habe ich auch. Gute Frage. Nächste Frage. Vielleicht bedeutet das, dass man halt seinen Durst stillt. Weil ich kenne, also oh, ich habe jetzt erst drauf geachtet, wie es aussieht, wenn man Durst hat. Ja. Warum ist mir kalt? Es sind 4 Grad, ey. Es ist 7 Uhr morgens und es ist 4 Grad. Ja. Und wenn du unterm Baum stehst, sind minus 10 hast Grad. Hast du schon ausgeladen? Nee, ich bin schon wieder voll dran vorbeigelaufen. Da haben wir doch genug Leder. Haben wir? Na, sind 42 Leder hier. Ah ja, dann reicht das. Dann reicht das. Ich dachte, wir hätten nur noch 11. Du kannst ja schon mal... Genau, das kann ich erstmal. Du kannst ja mal einfach in die Wohnung kacken. Ja, mein Gott. Ja, das ist schon ganz schön eklig. Kein nichts dafür, dass wir noch keine Toilette haben. So, du kannst ja mal ein bisschen Holz reinpacken, bitte, noch ins Feuer. Ich hab nur ja. Ich muss mir erstmal Sachen neu bauen und danach mache ich das. Ja, hau erstmal links rein und ich... Ja, ich brauche erstmal neue Speer. Beziehungsweise wir können erstmal ein Päuschen machen hier, denn, wie gesagt, Aufnahmezeit auch schon wieder rum. Das ist Wahnsinn, wie schnell die Zeit immer vergeht. Sprint, einfach. Irre. Ja, Mensch, soll es erstmal gewesen sein für diese Episode. Genau. Danke fürs Zuschauen und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit unserem Versagen im Kampf gegen die Raptoren und Dillos und was weiß ich nicht alles. Genau, dann hoffen wir, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ja. Und... Ja, wir sehen uns. Ja. Bis zum nächsten Mal. Jo, ciao.